Was geht? Ich bin herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie Sonus The Crates Beats für Rin, Ufo und Bowser produzieren. Speziell orientiere ich mich natürlich an den Song Central Chord. Ich zeige euch von Grund auf das Sample, die Drums, Arrangement, alles was ihr braucht, wie ich ein Beat in dem Style produziert habe. Und wir verlieren gar keine Zeit, wir sehen uns direkt in der FL Studio wieder. Vorher habe ich aber actually noch eine kleine Sache in eigener Sache. Und zwar droppe ich am Donnerstag, zum Morgen Nacht, meine erste Single. Hier ist ein kleiner Ausschnitt davon. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal reinhört. Da sind wir auch schon in der FL Studio und ich würde sagen, bei dem Beat gehe ich einfach chronologisch durch. Also ich fange jetzt beim Intro an. Im Intro haben wir einfach einen ganz normalen Pad-Sound, der einfach eine ganz simple Melodie spielt. Ich zeige euch einfach, wie das klingt. Den habe ich unterstützt mit einem Growler-Bass, das klassischste Preset der Welt, in Omnis 4. Ich zeige es euch einmal noch ganz kurz. Genau, da haben wir es. Kann ich nur sehr empfehlen, wenn ich einen Bass-Sound benutze, 90% benutze ich das Preset. Der Bass unterstützt einfach das Pad und macht das Low-End noch ein bisschen voller. Als nächstes kommen wir zum Aufbau-Breakdown-Part, der quasi so die Hook in dem Song ist. Hier spielen viele verschiedene Instrumente, aber wir fangen mit dem wichtigsten im ganzen Beat an. Und das ist dieser Chord-Synthesizer, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich zeige euch kurz, wie der klingt. Genau, hier habe ich eigentlich nichts weiter gemacht, als die ganze Zeit in 10-Moll zu spielen und am Ende den Akkord zu ändern. Immer an den gleichen Akkord, wenn ihr den seht, das Ass kann ich einfach runter machen, das ist der gleiche Akkord. Ich spiele aber immer gerne eine andere Umkehrung, heißt es. Einfach nochmal, um ein bisschen anderen Flavor reinzugeben, dadurch klingt der Beat nochmal ein bisschen unique. Ist aber ein total common Trick, so machen sehr viele. Am Ende von jedem 4-Bar-Loop habe ich dann 2 Chords geändert, einfach nochmal, um wieder in die 1 reinzuleiten. Ich denke mal, das habt ihr gerade auch gehört, als ich den Loop abgespielt habe. Unter diese Chords streamen einen ganz normalen ARP, der eine total simple Melodie hat. Der ist einfach nur da, um den Beat ein bisschen aufzufüllen und ein bisschen Stereo-Image zu verteilen. Genau, dann kommen wir zu einem Sound, der extrem wichtig ist für diesen Teil. Und zwar ist es so ein Synthesizer, Plug, Sound, keine Ahnung. Ihr seht immer, ich spiele hier quasi 16, nur dass die zweite 16 immer eine Oktave tiefer ist als die erste. Ich zeige euch einfach mal, wie der Sound klingt. Ihr seht auch diesen Filter, der ist auch wichtig, dass der Sound nicht direkt reinkommt, sondern so langsam reinfadet. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Effekt auf diesem Sound, und zwar habe ich da diese Grossbeat Automation auf 16 eingestellt und mit relativ hohem prozentualen Anteil zum normalen Signal dazugegeben. 76% sieht man oben links. Ich fand einfach, das war extrem wichtig, um diesen Bounce zu rekreieren, wie er auch in Central Chord ist. Ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht anders hingekriegt. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es im Original so gemacht wurde. Ja, also wenn ihr so einen Sound braucht, probiert das gerne aus, hat mir in dem Fall extrem geholfen. Dann spielt nur noch das Pad, was wir schon im Intro hatten, und die 808. Die 808 ist einfach das ganz simple Pattern, kommen wir später zu. Nur, dass ich ein bisschen die Fills verkleinert habe quasi im Intro, weil ich noch nicht wollte, dass da zu viel spielt. Im zweiten Teil habe ich einfach die Open Head noch reingemacht, um ein bisschen weiter aufzubauen, und als nächstes kommen wir direkt zum Drop und den zeige ich euch erstmal. Genau, das ist der Drop und da sind alle Instrumente wieder raus, bis auf der Standard-Sound, der wichtigste Sound im Beat und das, was es einfach noch ein bisschen breiter klingen lässt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit 808 an und ihr seht hier schon diese 808, extrem wichtig in Sonus Beats. Ich habe das Gefühl, die benutzt ja 90% seiner Beats. Macht einfach diesen Sonus-Bounce aus, diese 2 und die einfach so in die Snare so mäßig einleitet. Also wenn ihr einen ähnlichen Sound wie Sonus kreieren wollt, dann setzt gerne diese 808, das hilft auf jeden Fall sehr. Aber ein ganz wichtiger nächster Schritt, um diesen Sonus-Bounce zu kreieren, ich mute einmal hier alles andere bis auf dies, ist diese 16 hier. Also ich weiß nicht warum, aber ihr benutzt es irgendwie, ich glaube wirklich 95% seiner Beats haben wir auf der 4 diese 16 Hi-Hat. Und das zusammen, ich mache jetzt sogar die 808 nochmal dazu, mit der 808 gibt einfach diesen Sonus-Bounce, so man hört es einfach direkt. Natürlich muss man sagen, er macht nicht alle seine Beats, also es gibt auch sehr viele Beats, die anders sind, aber so diese typischen Sonus-Beats, die man von Ufo kennt, von Bowser vielleicht sogar jetzt in diesem Fall kennt,
Diese haben oft diese Sounds und deswegen wollte ich die hier auf jeden Fall mit reinnehmen. Ansonsten sehr viele Rolls, also ihr seht ja, zwei Arten von Rolls gibt es, und dieser Roll leitet so wieder in die 3 ein, dieser betont die 2. Ich habe auch noch Reverse Hi-Hats hier, aber da möchte ich nicht zu genau darauf eingehen. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein spezielles Tutorial für Hi-Hats mache, schreibt es gerne in die Kommentare oder gebt dem Video ein Like. Dann mache ich das auf jeden Fall gerne. Ansonsten habe ich einfach nur eine ganz simple Clap, die halt da auf der 3 und der 7 sitzt, wo man eine Clap platziert. Und ein Rim, das Rim-Pattern sieht so aus, aber achtet mal darauf, wie diese 16. Hi-Hat hier an dieser Stelle, die ich schon angesprochen habe, zusammen mit diesem Rim klingt, also wie die quasi so einen Call and Response fast schon machen, also wie das Rim so auf diese 16. antwortet. Hört euch das einfach mal an. Auch was Sonos in seinen Drum-Patterns sehr häufig verwendet, so, oder was ich häufig höre, solche Rims, die habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen lauter gemacht, als sie in Central Chord sind, aber ich fand, es klang einfach gut. Also wenn ihr wirklich das sehr, sehr genau nachmachen wollt, dann macht die vielleicht noch ein bisschen leiser. Ansonsten habe ich im Part einfach nur noch eine Open-Head, die das wieder weiter ein bisschen aufbaut, wie ich das gerne mache. Und quasi so im dritten 8-Bar-Loop habe ich noch eine Flöte hinzugefügt, die klingt so. Ganz genau, ist auch kein besonderer Sound, der ist sogar umsonst, also wenn ihr euch Contact, über diese Free-Version von Contact, wenn ihr euch die holt, müsst ihr, glaube ich, hier hingehen, genau, und dann diesen Sound, den müsst ihr nehmen, benutze ich tatsächlich sehr häufig, ist ein sehr geiler Flute-Sound, wie ich finde, genau, und ich habe da noch wieder Grossbeat draufgepackt, und zwar hier in Vierteln, fand ich extrem wichtig, einfach, die Flöte sollte nicht so die ganze Zeit so langgezogen spielen, sondern so kurze Akzente setzen und den Beat ein bisschen breiter machen und ein bisschen mehr Fülle geben. Dann kommen wir wieder zum Breakdown-Hook-Part, diesmal aber nur halb so lang, und danach gehen wir im zweiten Part über, die beiden Teile sind genau gleich, wie sie am Anfang schon waren. Als nächstes kommen wir zu quasi Ufos-Part im Original, hier haben wir einfach das halbe Intro, also ihr seht hier wieder das Pad mit dem Bass, genauso wie es im Intro ist, ab der Hälfte setzen dann aber wieder die Drums ein, allerdings kommt nicht dieser klassische Chord-Synthi, was auch immer, sondern es bleibt einfach schlichtweg dieses Pad die ganze Zeit, um dem Beat einfach nochmal so anderen Vibe zu geben. Dann habe ich hier noch einen Cut gemacht und die Open-Head hinzugefügt, um es weiter aufzubauen. Und hier am Ende wieder die Flute hinzugefügt, einfach um nochmal ein bisschen Variation reinzubringen. Das Ende ist ein ganz klassischer Hard-Cut, also es gibt kein Beat mehr am Ende, kein Fade-Out, gar nichts. Einfach nach Ufos-Part ist direkt Schluss. Und so habe ich das auch hier gemacht und das ist eigentlich die komplette Magie hinter dem Beat. Das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch Content rund um Beats, Tipps, Tricks etc. gefällt, abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like da. Follow me on the gram @Xamarin Beats oder Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir hören uns am nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.